Weltuntergang, hätte ich fast gesagt, ist vor dem Weltuntergang. Das heißt nämlich nach dem Weltuntergang was Neues passiert ist. Und das sind ganz tolle Sachen passiert. Nur eben häufig scheint es so zu sein, dass, oder nicht nur häufig, sondern fast jede Kultur hat ein Problem damit, dass wenn sie sich entwickelt, dass sie dann irgendwann so sicher wie das Amen in der Kirche dem Untergang geweiht ist. Die Warnsender, haben die nur die Aufgabe, Geld zu verdienen? Sind es also Unternehmen, die Profit generieren müssen? Von daher kann man sagen, macht was ihr wollt. Ihr müsst zusehen, dass ihr viele Zuschauer kriegt. Oder haben die auch als Medium, was quasi Fernsehen mitgestaltet, eine Art gesellschaftliche Aufgabe? Wir sind der Auffassung, und wenn man so will, der Grundgesetzgeber auch, dass privater Rundfunk unter der Prämisse läuft, dass er eine eigene gesellschaftliche Verantwortung hat. Und das ist eine unserer Hauptsorgen zur Zeit, dass dieses Bewusstsein auch als privater Rundfunkmacher Teil der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu sein, dass das immer mehr schwindet, zu entstehen, kann man ja so sagen, Profitinteressen untergeordnet wird. Wer dieses große Land regiert, mit seiner gewaltigen wirtschaftlichen Stärke, seinem militärischen Potenzial, seiner kulturellen Trägerkraft, der trägt Verantwortung, die beinahe überall auf der Welt zu spüren. Bei der Springer-Presse weiß ich nur, dass die Bild-Zeitung, das ist in Amerika völlig bekannt, mit 7 Millionen $ von der CIA gegründet worden ist. Und damit haben sie, wenn sie die deutschen Kanzler, ob SPD oder CDU nehmen, die erklären, wir regieren das Volk mit der Bild-Zeitung und im Fernsehen. And now you look at what's happening in Germany. So I used to be a fan of Merkel. I used to think she was terrific, a big leader, a great leader. I think what she did to Germany is a disgrace. It's a disgrace. It's a total disgrace. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine alte und ehrwürdige Demokratie. I have a dream. Eine Geschichte, die praktisch allen Untergängen vorausgeht, das ist nämlich, dass gewisse Schichten in den Kulturen nicht mitgekriegt haben, dass gerade es einen wichtigen Punkt der Pressefreiheit, die in Deutschland fast nie zur Sprache kommt, und zwar die innere Pressefreiheit in den Redaktionen. Die ist nämlich keineswegs überall gegeben. Wenn Menschen den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, Menschen, die Entscheidungen treffen sollen, eine ganze Gesellschaft beeinflussen können, wenn die den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, dann kann eine Gesellschaft völlig instabil werden und dann kann alles Bach runtergehen und dann kann man tatsächlich sich fragen, gibt es denn die Möglichkeit, das zu verhindern? Hat man irgendeine Chance, einen solchen Übergang in den Untergang A, vorauszusehen und B, wenn man ihn voraussieht, kann man ihn so beeinflussen, dass tatsächlich der Untergang nochmal vermieden wird. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän. Und deswegen ist der Versuch der europäischen Einigung, eine neue Form von Governance zu